Was hat dieser Mann mit Philipp Lahm gemeinsam? Sie kommen nicht drauf? Hans Demmelhuber ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Aber nicht im Fußball, sondern im Blindentorball. Das ist eine spezielle Blindensportart, die eigentlich nach dem Krieg wurde die entwickelt als Rollball. Und dann später hat sich das Torball daraus entwickelt. Ja. Was für den neutralen Beobachter auf den ersten Blick wirklich mehr als ungewöhnlich aussieht, ist in der Tat aber richtiger Sport. Ziel des Spiels ist es, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Hört sich einfach an, allerdings gibt es hier eindeutige Regeln zu beachten. Man darf weder mit dem Ball noch mit der Hand darf man diese Leinen mit den Glocken berühren. Genau, ansonsten muss man den Ball halt flach halten und oben versuchen, an diesen Leuten, am Gegner vorbeizukommen, damit er ins Tor geht. Den Ball flach halten, das war also das Motto bei der Bayerischen Meisterschaft im Blindentorball in Landshut. Hans Demmelhuber ging dabei mit seinem Verein, der SG Mühldorf Altötting Landshut, als haushoher Favorit ins Rennen und wurde dieser Stellung auch absolut gerecht. Mit 4 klaren Siegen und einem Unentschieden holten sich die Gastgeber souverän den Titel und das zum wiederholten Mal. Also wir haben gut mittlerweile schon 12-mal Deutsche, sind wir schon 12-mal Deutsche Meister geworden. Bayerische Meisterschaft schon unzählige Male. Ich habe vorher einen Kollegen gefragt, ob wir nicht mehr sagen können, wie oft wir Bayerischer Meister geworden sind. Aber trotzdem ist natürlich jeder einzelne Sieg großartig, ganz wunderbar. Diese Erfolge kommen aber nicht von ungefähr, denn die Tore sind größtenteils keine, wie es vielleicht oft aussehen mag, Zufallsprodukte. Vielmehr steckt hartes Training dahinter. Ja, man versucht dann einfach durch ganz oft werfen, zum Beispiel die linke Schnittstelle zu erreichen oder die linke Longline zu erwischen oder die rechte. Da muss man halt ganz, ganz oft im Training das trainieren, damit man halt genau auf, sagen wir, auf 30 cm da einfach da hinkommt, wo man hin will. Umso bemerkenswerter sind die Leistungen der Sportler, da die erlaubte maximale Sehleistung bei nationalen Wettbewerben nur 15% beträgt. International sind es sogar nur 10%. Mittlerweile darf jedoch pro Mannschaft auch ein Sehender mitspielen. Da muss man natürlich schon Spaß dran haben. Das ist nicht ohne. Als Sehender dann wirklich die Zeit blind durch zum Spielen, ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung als für jemanden, der die ganze Zeit nichts sieht. Aber die haben da einen großen Spaß dran. Und das kann jeder, der Lust hat, kann da mitmachen. Damit wollen die Vereine nicht nur die Integration und Inklusion fördern, sondern diese Sportart auch der breiten Bevölkerung näher bringen. Gerade in Landshut hat das Blindentorball einen sehr hohen Stellenwert. Die Mitgliederzahl von 30 Personen ist dennoch durchaus noch ausbaufähig. Es ist einfach so, dass man das vorstellen muss bei den Leuten. Und wir haben jetzt auch droh wirklich wieder mehrere Junge zum Kriegen. Das ist für uns jetzt ganz wichtig, weil es auch so ein bisschen nicht ganz so einfach ist, eben Leute zum Kriegen. Aber wir wollen wieder mehr Werbung machen, die Leute einladen, einfach mal spielen lassen. Und durch die Begeisterung, die wir hier haben, steckt man mir an. Von der Begeisterung Blindentorball angesteckt wurde auch Ashley Mafioli vom BVSV Nürnberg, die diese Sportart als eine von wenigen Mädchen inmitten von Männern betreibt. Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen. Aus Nürnberg mag kein Mädchen mehr spielen Torball. Goball haben wir noch eine Mannschaft, ist so ähnlich. Aber sonst, ja, kommt man gut zurecht so. Allerdings wird die Intensität dieser Sportart meist etwas unterschätzt. Auch wenn Blindentorball größtenteils im Sitzen oder Liegen gespielt wird, für Bewegungsmuffel ist hier kein Platz. Es schaut einfach aus, aber es ist wirklich körperlich anstrengend und man muss sich richtig konzentrieren und das Hören, also ich habe es halt mit dem Hören, ich höre es gut und deswegen mache ich es auch so. Für Mafioli und ihre Kameraden vom BVSV Nürnberg 1 reichte es bei der Bayerischen Meisterschaft am Ende übrigens zum hervorragenden 2. Platz. Und für den Turniersieger aus Landshut stehen jetzt die nächsten hohen Aufgaben an. Ja, wir sind jetzt qualifiziert für die Süddeutsche Meisterschaft. Die findet am 25. Januar in Kaiserslautern statt. Und von diesen 10 Mannschaften kommen dann 4 ins Finale, in die Endrunde nach Berlin. Und dort will die SG Mühldorf Altötting Landshut dann natürlich wieder für Furore sorgen. Mit gutem Gehör, schnellen Reaktionen und dem wohl wichtigsten Faktor bei dieser Sportart, blindem Vertrauen in seine Mitspieler. Uns im Internet auf tvbayernlive.de.